Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo über das lateinische Pronomen iste, ista, istut. Dazu gehört natürlich die Deklination, aber auch die Verwendung des Pronomens. Die Deklination ist ganz einfach, wenn du schon die Deklination von ile, ila, ilut kennst. Denn die Endungen sehen genau gleich aus. Ich habe trotzdem noch ein paar Tipps für dich, die dir das eventuelle Auswendiglernen vereinfachen. Und zwar ist es so, dass es oft nur eine Form für Maskulinum, Femininum und Neutrum gibt. So zum Beispiel im Genitiv Singular. Dort heißt diese Form istius. Und auch im Dativ Singular gibt es nur eine Form. Die heißt isti. Und im Dativ und Ablativ Plural gibt es eine Form, die bei allen sechs Formen genau gleich aussieht, nämlich istis. Hier musst du also nur eine Form auswendig lernen und hast direkt sechs Formen parat. Ein weiterer Tipp ist, dass wenn nach dem Stamm, also nach ist, ein U oder O folgt im Maskulinum, dieses im Femininum durch A ersetzt wird. Ein Beispiel dafür wäre im Akkusativ Singular istum im Maskulinum, das im Femininum dann istam heißt. Oder im Genitiv Plural heißt die Form im Maskulinum istorum und heißt dann im Femininum istarum. Das O wird also durch ein A ersetzt. Und ich habe noch einen dritten Tipp für dich, denn du weißt sicherlich, dass im Neutrum die Formen im Nominativ und Akkusativ immer gleich aussehen. Im Singular heißt diese Form istut und im Plural heißt diese Form ista. Kommen wir nun zur Verwendung des Pronomens. Das Pronomen wird dazu benutzt, sich an einen Zuhörer oder Adressaten zu richten. Oft hat es auch einen negativen Ton. Übersetzen kannst du es oft mit dieser oder dieser da. Nun noch zwei Beispiele. Ista epistula könntest du übersetzen mit dieser Brief. Und iste fur könntest du übersetzen mit dieser Dieb da. Hier erkennst du also einen etwas negativen Ton, den du durch dieser da bei der Übersetzung ausdrücken kannst. Du hast nun das Pronomen iste, ista, istut kennengelernt. Beim weiteren Lernen wünsche ich dir jetzt viel Erfolg.